Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Wie der eine oder andere bemerkt hat, haben wir uns in den letzten Wochen ja ein bisschen rar gemacht, hatten auch viel um die Ohren. Jetzt steigen wir wieder voll ein. Ich bin auch gerade dabei, die ganze angefallene Post zu beantworten. Naja, dauert halt ein bisschen. Okay, jetzt zu unserem heutigen Rezept. Wir befinden uns mitten in der Spargelzeit. Wir mögen grünen Spargel und machen heute einen grünen Spargelsalat. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. Hier nun unsere Zutaten für den Salat. Grüner Spargel, schon gar gekocht. Das Ganze habe ich in Salzwasser, also 2 Teelöffel Salz kam rein und 3,5 Teelöffel Zucker. Darin wurde das Ganze gar gekocht. 7 Minuten habe ich ihn gekocht. Wir brauchen Blattsalat, wir brauchen Ziegenfrischkäsetaler, 2 rote Zwiebeln, Walnüsse, Olivenöl und Balsamico, Pfeffer und Salz und Zucker. Für unser Salatdressing mixe ich nun 4 Esslöffel Balsamico, also dunklen Balsamico, 2 Esslöffel Olivenöl, eine Prise Zucker, das Ganze wird gewalzen und wir geben noch etwas Pfeffer zu und dann mixe ich das Ganze. Kriege ich das mit dem Pfeffer auch noch hin? Jo, kriege ich auch noch hin. Gut. In meinem Schüttelbecher werde ich das Ganze jetzt zusammenschütteln und dann geht's weiter. In einer Pfanne haben wir nun 3 Esslöffel Olivenöl erhitzt. Da geben wir nun unsere Walnüsse rein. Das sind 100 Gramm. Die lassen wir da so ein bisschen anbraten. Und dann geht's gleich weiter. Unsere Nüsse sind nun leicht angeröstet. Nun kommen noch unsere Zwiebeln dazu. Die habe ich klein geschnitten in Halbringe bzw. Viertelringe. Und die dürfen nun auch noch etwas mitschmoren. Das Ganze wird nun mit einem Esslöffel Zucker bestreut und das lassen wir karamellisieren. Ein wenig, ein bisschen aufpassen. Ich sehe schon gerade, dass die Nüsse ziemlich dunkel werden. Ich denke, das reicht schon bald. Und nun können wir das schon ablöschen mit unserem Balsamico. Da haben wir 150 Milliliter. Den lassen wir jetzt etwas einreduzieren. Und dann geht es mit unserem Salat weiter. Das heißt, es muss dann abkühlen. Und dann geht es mit dem Salat weiter. So sieht das Ganze nun einreduziert aus. Ich werde jetzt den Herd abstellen und das Ganze abkühlen lassen und dann geht es zur Zubereitung. In der Zwischenzeit habe ich unseren Salat vermengt. Da ist der grüne Spargel drin und unser Blattsalat. Nun gebe ich das Dressing drüber. Gesabbert hier mit dem Löffel. Kann man abwaschen. Genau. So. Nun gebe ich noch die Stückchen vom Ziegenfrischkäse drüber. Eigentlich hatte ich einen kleinen geschnitten, aber egal. Und dann geht es gleich weiter mit unseren Zwiebeln.
Und nun kommen noch unsere karamellisierten Zwiebeln und die Walnüsse dazu. Die packe ich jetzt einfach hier so drauf. Nachher können wir uns das einfach runternehmen. Jo, und dann können gegessen werden. Ja, Freunde, das war ein Salat. Und was für einer. Total lecker. Der grüne Spargel, der Ziegenkäse, die Walnüsse. Ihr könnt statt Walnüsse auch Pinienkerne nehmen oder beides zusammen. Kommt bestimmt auch gut. Jedenfalls war der total super lecker. Wir hatten noch zwei Lammkoteletts dazu. Also ich habe meine Portion Salat nicht geschafft, weil ich ja noch an diesen Lammkoteletts geknabbert habe. Allein der Salat und ein bisschen Brot reicht vollkommen hin als eine Hauptmahlzeit. Ja, was gibt es weiterhin zu sagen? Eigentlich nichts. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, einen netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts, würden wir uns sehr drüber freuen. Noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr demnächst wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Jetzt habt noch einen schönen Sonntag und tschüss. Kühnes Kochkanal.